Der Länderspieltag ist vorbei, Zeit für den Bundesliga-Alltag und lasst doch jetzt schon mal einen Daumen da, bevor ihr es nicht bis zum Ende durchhaltet. Mit Otspedia, der Sports Betting Community. Hello! What's up? Ich bin froh, dass wir wieder hier sind für die Bundesliga. Oh ja. Letzter Spieltag war ja eigentlich erfolgreich. Drei Wetten gewonnen, eine ein bisschen doof verloren, einmal Geld zurück. Relativ erfolgreich unsere Ideen. Ich glaube, die Länderspielwetten lassen sich auch sehen und deshalb versuchen wir mit dem Schwung jetzt hier die Bundesliga zu rocken. Frankfurt gegen Leverkusen wäre das erste Spiel. Oh ja, und um das Ganze nach dieser langen Pause mal wieder auch einzuordnen, müssen wir unbedingt einen Blick auf die Tabelle werfen. Und da sehen wir die Leverkusener auf Platz 7 mit 14 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze und die Frankfurter mit 11 Punkten schon ein bisschen abgeschlagener. Und das spiegelt sich dann auch in der Quote wieder. Leverkusen ist in Frankfurt mit 2,3 Favorit. Das sehen die Frankfurt-Fans natürlich einerseits gerne, andererseits nicht gerne. Die, die darauf wetten, sehen das gerne. Die Frankfurt-Fans sagen, was soll denn der Schmarrn? Oder mein hessischer Dialekt ist nicht so gut. Und Leverkusen-Fans gibt es ja nicht so viel. Ich finde hier ein, zwei Sachen interessant. Zum einen vielleicht ein interessanter Side-Fact. Kevin Volland hat die letzten drei Spiele getroffen, könnte jetzt hier seinen persönlichen Rekord einstellen von vier Treffern in vier Spielen in Folge. Gegen Frankfurt hat er bisher die allermeisten der Bundesliga erzielt. Und beide Treffen, Leverkusen, die Abwehr ist nicht unbedingt jetzt so stark, ist interessant, wenn wir mal auf die Quoten gehen. Wem eine 1-4 reicht, der kann das spielen. Uns taugt diese Quote jetzt in dem Fall nicht so sehr. Interessanter dann vielleicht eher, wenn man sagt, ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung, denke, dass Leverkusen für die Top 4, 5 Teams zu schwach ist, gegen die Teams im Mittelfeld und am Tabellenkeller, aber liefern kann. Deshalb ist meine Favoritenwette hier ein Asian Handicap 0 auf Leverkusen. Gibt eine 1-7, Geld zurück, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, Gewinn, wenn Leverkusen gewinnt. Und Frankfurt sehe ich einfach aufgrund der letzten Spiele und auch aufgrund der nicht mehr ganz so potenten Offensive im Nachteil, auch wenn ich jetzt irgendwie haben wir immer ganz gern Frankfurt-Fans in den Videos, nichts gegen die Jungs habe, sogar mich freuen würde, wenn sie gewinnen. Nächstes Spiel, Radek. Düsseldorf-Mainz, ja, da sind die Mainzer jetzt gerade ein wenig aus dem Tabellenkeller rausgekommen, was aber nicht schwer ist, wenn man sieht, was da unten rumkrebst und einfach keine Spiele gewinnt. Dazu gehören die Mainzer ja immer noch, also die haben jetzt 6 Punkte, Düsseldorf hingegen 4 Punkte, denen fehlt halt so das Momentum und der Spirit, den sie in der letzten Saison noch hatten. Ein wenig, die haben mit einigermaßen wenig Glück hantiert, auch im Spiel zum Beispiel gegen Freiburg, wo das Spiel auf Messerschneide stand und Freiburg das Spiel dann 2-1 gewonnen hat. Dann aber haben sie es versäumt, halt so gegen Teams wie eben die Freiburger oder auch gegen Hertha zu punkten. Mainz hat das besser gemacht, gegen Paderborn gepunktet, sogar dreifach und auch gegen Hertha. Von daher Mainz die Mannschaft der Stunde. Allerdings sehe ich in diesem Spiel einfach keinen Sieger. Von daher würde ich hier entweder die Finger davon lassen oder einfach Radex-Bet auf dem X, wobei ich da auch in der Vergangenheit nicht besonders gut gefahren bin und auch noch eine bessere Wette dafür habe, wo ich mehr überzeugt bin. Deswegen hier einfach die Finger weg und sich auf den nächsten Tipp von Chris Custodian freuen. Oh, wird das schon bei Leipzig gegen Wolfsburg der Fall sein? Wolfsburg, ganz interessant, haben mit Juventus Turin eins gemeinsam. Die einzigen beiden Top-Bundesliga-Teams oder Erstligateams, die in keinem Wettbewerb bisher eine Niederlage erlitten haben. Wolfsburg in der Bundesliga Tabellenzweiter, mega starke Performance, 10 Tore, 4 Gegentore, 15 Punkte, allerdings jetzt auch noch nicht so die super Gegner gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Schauen wir einmal an, mein Kopf ist da in der Nähe, aber 1-0 gegen Union Berlin gewonnen, 1-0 gegen Mainz, davor war es glaube ich zweimal unentschieden gegen Hoffenheim und noch jemanden. Und auf der anderen Seite Leipzig, nach dem sehr, sehr starken Saisonbeginn gab es den ersten Dämpfer gegen Schalke, dann in der Champions League noch einen obendrauf
Und ich glaube, nach dieser englischen Woche kann man 1-1 in Leverkusen schon mal mitnehmen. Wir glauben, dass Leipzig deutlich stärker ist als Wolfsburg. Und auch wenn ich Wolfsburg unter den Top 5, 6 Teams sehe, denke ich nicht, dass die unter den Top 4 dabei sind. Deshalb kann man hier schon mal auf Leipzig gehen, wenn man der gleichen Ansicht ist, denn die Quote ist absolut fair. Genau. Und vor allem glaubt ja wohl keiner, dass Wolfsburg zu Recht auf Platz 2 steht, während Leipzig schon zu Recht unter den ersten 4 am Ende der Saison landen könnte. Und aus diesem Grund hier diese Leipzig-Wette mit relativ, ja, auch wenn die Quote nicht besonders wirklich toll ist, kann man das doch auch machen. Bei Bremen gegen Hertha, ich habe es gesagt, ich habe ja noch eine bessere Radex-Bet und das ist sie nämlich. Denn hier haben die Bremer natürlich in letzter Zeit mit einigermaßen viel Verletzungspech zu kämpfen, sind hier quotentechnisch aber Favorit gegen Hertha, das die letzten 3 Spiele gewonnen hat. In der Tabelle ist Hertha sogar jetzt vor Bremen, also das hat mich jetzt nach ein bisschen Bundesliga-Abstinenz selber überrascht. Da hatte ich irgendwie die Hertha noch eher weiter unten eingeordnet. Und die Bremer respektabler, eher ein bisschen, also vor der Hertha, aber im Endeffekt egal. Wir können nur festhalten, die Hertha hat die letzten 3 Spiele gewonnen. Glaubt ihr wirklich, die Hertha gewinnt 4 Spiele in Folge? Ich glaube es nicht. Ich glaube aber jetzt auch nicht unbedingt, dass die Bremer hier zu Hause gewinnen. Von daher will ich mich hier nicht auf den Sieger festlegen. Bremen hat hier zwar die letzten 2 Bundesligaspiele schon unentschieden gespielt, aber man sagt ja auch, aller guten Dinge sind 3. Also von daher tendiere ich eher ein bisschen zum Bremer Heimsieg, aber finde diese Viererquote auf Unentschieden gut genug, um hier Radexbet drauf zu setzen und ja, das hier vielleicht für eine Einheit oder eine Vierteleinheit, um eine Einheit zu gewinnen, sagen wir auch jetzt seit neuestem recht gerne. Und warum in diesem Spiel nicht? Ich markiere es nochmal hier schnell für den endgültigen Überblick, damit wir das auch dann noch, ja, auf einen Blick haben. Und um ein bisschen Zeit zu füllen, bringe ich hier noch meine wirklich spannende Side-Note hinzu. Bremen die meisten Torschüsse in der Bundesliga, Berlin die wenigsten, aber beide mit 12 Toren nach 7 Spieltagen. Effizienz, Monster gegen Ballermänner, das Spiel riecht doch viel für ein Unentschieden. Kein Unentschieden, oder doch, wird es vielleicht in Augsburg geben. Da kommt der große FC Bayern. Die haben im Spieltag zuvor die erste Heimniederlage erlitten, und zwar gegen Hoffenheim, und das nach dem starken Champions League Spiel gegen Tottenham. Von Bayern, glaube ich, kann man sagen, sind mehrere Spieler auf Nationalmannschaftsreise unterwegs gewesen. Augsburg konnte vielleicht eher seine Wunden lecken und die waren ziemlich tief. 5-1 Niederlage in Gladbach, 3-0 daheim gegen Freiburg, 1-1 gegen den Champions League Aspiranten Freiburg. Das waren die letzten 3 Spiele und Bayern, wie schon gesagt, in Paderborn gewonnen, aber nicht sich mit Ruhm bekleckert, dafür umso mehr Ruhm in London bei den Tottenham Hotspurs und eben die Niederlage gegen Hoffenheim. Die Quoten mit 1-2 sogar relativ fair auf dem Bayern-Sieg, aber man weiß nicht genau, wie die aufpumpen werden. Deshalb, wenn wir uns jetzt hier mal die Handicap-Quoten anschauen, wer sagt, Bayern wird nicht mit mehr als 2 Toren Abstand gewinnen, der könnte auf Augsburg plus 2,5 setzen, gibt eine 1,745er-Quote. Aber bei dem Spiel braucht man wirklich ein eigenes gutes Bauchgefühl. Ich glaube, dass Augsburg echt schwach ist gegen diese Top-Teams. Aber ich kann nicht einschätzen, ob Bayern da Vollgas reingeht oder nicht. Letztes Jahr gab es ja ein katastrophales Heim-Unentschieden, 1-1. Und ich glaube, da hat es so richtig angefangen, dass der Stuhl von Nico Kovac wackelt. Der hat die ganze Saison gewackelt. Der Typ ist immer noch drauf und freut mich auch, dass Bayern da endlich mal an einen Trainer länger festhält. Ja, man kann ja viel von ihm halten. Jeder hat da seine Meinung. Ich habe auch nicht die beste, muss man sagen, lange gehabt. Habe es immer noch nicht wirklich. Aber eins muss man ihm schon lassen. Also wer in Tottenham 7-2 gewinnen lässt, hat nicht alles falsch gemacht. Und wer das Double gewinnt, obwohl es mit Bayern München ist, wo wahrscheinlich du und ich als Trainer-Duo auch die Meisterschaft gewonnen hätten, mit noch ein paar Punkten mehr Vorsprung. Okay, aber andererseits hat er auch mit Frankfurt damals echt den DFB-Pokal gewonnen. Und
Ja, wer weiß, vielleicht gewinnt Bayern auch die Champions League mit Kovac. Also, ja, da ist viel drin. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es hier durchaus mal wieder fällig wäre, dass Bayern gegen einen schwachen Gegner, der ja Augsburg ist, einen hohen Sieg einfährt, weil das haben sie gegen Paderborn nicht geschafft. Das haben sie natürlich gegen Hoffenheim bei der Niederlage erst recht nicht geschafft. Und von daher wäre das eigentlich mal wieder fällig. Andererseits, ja, wer sagt, the trend is your friend, der kann unmöglich hier auf Bayern setzen, aber auf Augsburg auch nicht. Und von daher, ja, Finger weg. Eine Wette würde ich bei Union Berlin gegen Freiburg sehen. Wenn wir uns einmal die Quoten anschauen, 2,6 auf Union Berlin, 2,9 auf Freiburg, also relativ ausgeglichen. In der Tabelle ist ja Union Berlin ganz, ganz weit hinten und Freiburg auf dem 5. Platz mit 14 Punkten, punktgleich mit dem großen FC Bayern. Union auf dem Relegationsplatz. Jetzt schauen wir uns auch mal die nächsten Spiele an und vielleicht fällt euch dann auf, was mir sehr, sehr gut gefällt. Union gegen Dresden, 0-0 zur Halbzeit. Wolfsburg gegen Union, 0-0 zur Halbzeit. Union gegen Frankfurt, 0-0 zur Halbzeit. Leverkusen ist nicht in dem Muster mit drin, aber dafür Werder wieder mit einem 1-1. 80% der letzten 5 Spiele sind unentschieden zur Halbzeit ausgegangen. Bei Freiburg gegen Düsseldorf, gegen Augsburg und unten gegen meinen Pulli. Aarau, aber das war nicht Bundesliga. Na gut, also auch 60% immer in den letzten 5 Spiele. Und deshalb lass uns doch mal schauen, was ist denn die Quote für ein Halbzeitunentschieden, Radek? Ja, bei 2,25. Nicht überragend, aber so wie du es jetzt hier mehr oder weniger schon bewiesen hast mit diesen Fakten, kann man hier eigentlich nur Danke sagen. Ja, Fakt ist ja, mehr als 50% beider Spiele sind jetzt den letzten Mal unentschieden ausgegangen. Heißt nicht unbedingt viel. Statistik Wenn's ist ja so da, einfach wäre. Um sich neu zu erfinden. Aber das Letzte, was ich hierzu sage, von der Konstellation der beiden Teams würde 0-0 oder 1-1 Halbzeit am meisten Sinn machen. Weiter geht's mit dem Spitzenspiel. Und das ist mir eine richtige Freude und Ehre zugleich, diese zwei Mannschaften vorzustellen. Wir haben auf der einen Seite den unangefochtenen Tabellenführer, die vielleicht offensivstärkste, beste Mannschaft der Liga. Echte Liebe, unsere Fohlen, die Borussia aus Mönchengladbach. Und die ist hier Außenseiter mit einer Quote von 6,5 gegen einen Mittelfeldverein aus der Nähe von Schalke. Und zwar nennen die sich auch Borussia Dortmund, habe ich jetzt nachschauen müssen. Ja, finden jetzt viele nicht witzig, aber es ist schon geil, wenn man sieht, Gladbach ist hier Erster gegen Dortmund, irgendwo im Tabellenmittelfeld mit Platz 8 und Gladbach hat eine Quote von 6,5 als Tabellenführer. Ja, da muss man als Borussia Gladbach-Fan natürlich sagen, wow, da setze ich natürlich auf mein Team, machen die Gladbach-Fans immer. Funny Fact am Rande, es gibt da so eine Statistik, welche Teams über den Buchmacher-Erwartungen performen, Jahr für Jahr und im 5-Jahres- und 10-Jahres-Ranking. Und da ist Borussia Mönchengladbach europaweit eine der lukrativsten Mannschaften der letzten Jahre gewesen. Also sie werden von den Buchmachern immer unterschätzt und langfristig zahlt es sich aus, auf Gladbach zu setzen. Beziehungsweise in der Vergangenheit, mittlerweile vielleicht ändern die Buchmacher dann irgendwann das natürlich und dann ist man zu spät dran. Also wer in den letzten Jahren schon Gladbach immer favorisiert hat, der hat dann gut Kasse gemacht. Aber kommen wir zu den Quoten hier mit dem Asian Handicap auf Gladbach. Minus 1,5, beziehungsweise plus 1,5 auf Gladbach heißt, die verlieren mit maximal einem Tor Unterschied. Dann kriegt man eine 1,72. Jetzt bin ich natürlich immer ein Fan davon, dass sich gewisse Trends in Luft auflösen und angleichen und dass Gladbach jetzt hier oben bleibt und ein Spiel nach dem anderen gewinnt, glaube ich nicht. Von daher wäre es eher wieder der Fall, dass die einen Dämpfer kriegen und Dortmund hier zumindest das Heimspiel nicht verliert. Vor allem haben wir gesehen, die letzten Spiele hat der Dortmund allesamt in der Bundesliga 2-2 gespielt. Also wäre schon mal wieder ein Sieg für die Borussia aus Dortmund zu Hause drin. Schwierig zu sagen, aber grundsätzlich, wenn man hier sieht, der Tabellenführer ist zu Gast in Dortmund, könnte man sagen,
die sind nicht umsonst Tabellenführer und Dortmund ist nicht umsonst Achter, weil Dortmund einfach von den Buchmachern immer überschätzt wird, in der Saison bisher zumindest. Und auch dieses Mal, das ist die Frage, die ich ehrlich gesagt null beantworten kann. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare, ist immerhin das Topspiel. Ich enthalte mich hier wirklich einer Wette, auch wenn mich Gladbach reizen würde. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass Dortmund einfach die abschießt. Ja, der Junge da unten? Der Junge da unten würde gerne wissen, was sind denn die Torquoten? So ein plus über 3 Tore, 3,5. Da sind wir nicht ganz so schlecht gefahren, wenn es um Gladbach ging die letzten Spieltage oder auch Dortmund. Würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Ja, Mai, du kannst eine Zweierquote kriegen, wenn du über 3,5 sagst, was absolut fair ist. Ja, ist wirklich fair. Also spannendes Spiel. Das ist sogar die Definition von einer fairen Quote, 2,0. Also mir, Gladbach ist auswärts stark. Mir hat am besten wirklich gefallen, 1,5 plus auf Gladbach. Über 3 Tore, über 3,5 Tore finde ich auch super. Ist auf jeden Fall ein Top-Spiel, kannst du nichts sagen. Ja, Samstag, freuen wir uns 18:30. Drauf, auch wenn ich jetzt hier mich zu keiner Wette motivieren kann, angesichts ja, meiner Argumentation, die ich nicht nochmal wiederholen will. Also, dann abschließend Köln, Paderborn. Wir hatten Tabellenspitze, jetzt geht's tief in den Keller. Ja, wir haben den 7. Spieltag und ich glaube, das ist jetzt schon das 3. oder 4. Spiel, das der Tabellenletzte gegen den Tabellenvorletzten spielt. Köln mit einer 1,7er-Quote, haben aber sich auch katastrophal die letzten Wochen präsentiert. Paderborn mit einer 4,8er-Quote, gar nicht mal so uninteressant, ehrlich gesagt, aber auch bisher keine Punkte oder keinen Sieg. 9 Tore, 19 Gegentreffer. Und man sieht auch die ganzen L's neben meinem Kopf, wenn wir uns da die letzten Spiele einmal anschauen. Da wird man allen schon wegen den derzeitigen Punkten nicht so viele Erfolgserlebnisse sehen. Paderborn immerhin 3-3 in einem Freundschaftsspiel, davor gegen Mainz verloren, gegen Gladbach, gegen Bayern, gegen Bayern, gegen Hertha und 1-5 gegen Gelsenkirchen. Köln hat zumindest gegen Köln gewonnen, da haben sie wahrscheinlich die erste gegen die zweite spielen lassen. Viktoria Köln. Bitte? Viktoria Köln. Ja, aber gut. Danke, dass du mich da nur verbesserst. Ich fand meinen Witz eigentlich relativ lustig. Ja, aber mit Humor kannst du hier nicht ankommen. Hier geht es um Fakten und seriöses Sportwettentum. Ja. Ja, also wenigstens ein 1-1 auf Schalke geholt, davor daheim abschießen lassen. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer für den Beiersdorfer da heraus zu arbeiten, wie man taktisch gegen Paderborn aufläuft. Auf der einen Seite musst du dieses Spiel gewinnen, klassisches 6-Punkte-Spiel, aber du willst es genau deshalb auch nicht verlieren und die Mannschaft wird daheim nervös sein. Das Publikum erwartet sehr, sehr viel. Es ist ein Spiel, wo ich prinzipiell eher die Finger von lassen würde. Vielleicht bei den Asian Handicaps kann man mal ein bisschen schauen, was passiert, wenn man Paderborn plus 1,5 macht. Wird die Quote wahrscheinlich auch zu wenig sein. Soll ich einfach es kurz machen, Hände weg, oder findest du noch was? Nee. Also Köln muss dieses Spiel definitiv gewinnen. Mehr als Paderborn natürlich. Die haben erst 5 Tore geschossen, die Kölner. Und man müsste meinen, die sind ja nicht so schlecht und so. Von daher, ja, aber willst du auf den halbtoten Geistbock setzen? Ich will es nicht. Dann lass doch mal schauen, welche Wetten haben wir denn jetzt in unserer Oddspedia-Wettbox. Ja, ich habe jetzt die Georgier hier noch drin, weil ich die noch vom Länderspiel hatte, aber grundsätzlich auch die Leverkusener gegen die Frankfurter war mir irgendwie ein bisschen zu heikel, die reinzunehmen, deswegen der Leipziger Heimsieg auf Wolfsburg 1,65er-Quote, hier Bremen unentschieden mit 0,25 Einheiten auf dieses Unentschieden bloß, damit man eine Einheit gewinnen kann. Wir haben ein Halbzeit-X, leider wird das hier nicht angezeigt. Unsere Programmierer von Oddspedia müssen da dann mal drüber und das hier so mal fixen, aber wir haben Halbzeit-X bei Union gegen Freiburg und über 3,5 bei Dortmund-Gladbach, weil ich das von der Quote her mit diesen zwei Mannschaften besser fand als eine Wette auf den Tabellenführer, der ja einfach in Dortmund zu Gast ist und es da schwer haben könnte.
dann lassen wir uns mal überraschen. Was sind, wie gesagt, eure Tipps? Das ist immer das Spannendste. Und die Auswertung dann zum nächsten Spieltag. Und hey, endlich wieder Bundesliga. Danke fürs Zuschauen. Danke, bis dahin. Yeah. Mit Oddspedia, der Sports Betting Community. Und wenn wir jetzt nicht so lange gelabert hätten, hätten wir es unter 20 Minuten geschafft. Aber so haben wir wenigstens hier noch vielleicht ein Bonus-Feature für euch. Was sagt ihr eigentlich zu unserer neuen Musik? Also Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Wenn ihr noch zuschaut, kommentiert den Hashtag der Woche. Marathon. Also dann, man sieht sich.